Apropos Menschenfeinde. Lass uns doch in das Sommerinterview von Friedrich Merz mal gucken. 30 Minuten lang absoluter Kohlefiebertraum. Let's go! Wenn jetzt gewählt würde, dann wäre er wohl der neue Kanzler. Friedrich Merz ist heute unser Gast beim ARD-Sommerinterview. Der CDU-Chef hat seine Partei neu ausgerichtet und wieder zur bundesweit stärksten Kraft gemacht. Zuletzt bei der Europawahl. Alles prima also? Mitnichten, denn 30% sind für die CDU nicht überragend. Auch die Suche nach Koalitionspartnern wird in unserer komplizierten Parteienlandschaft immer schwieriger. Und dann sind da auch noch die ganz realen Probleme. Warum und wie will man da regieren? Herzlich willkommen, Friedrich Merz. Mr. Burns. Herzlich willkommen, Mr. Burns. Herr Merz, wir wollten über vieles reden, über Kanzlerkandidaten, über teure Eurofighter-Flüge. Aber an diesem Tag müssen wir natürlich erstmal in die USA schauen. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie heute Morgen wahrscheinlich die Bilder gesehen haben vom Attentat auf Donald Trump? Ja, ich habe sie in der Tat heute Morgen ganz früh schon gesehen und muss sagen, ich bin völlig entsetzt gewesen. Aber es zeigt eben auch, in welchem Zustand Amerika ist, wie tief gespalten dieses Land ist. Und das, was heute Nacht passiert ist, wird wahrscheinlich einfach... Die Frage ist aber auch hart. Friedrich Merz, Sie haben gesehen, was mit Donald Trump passiert ist. Was geht Ihnen denn so durch den Kopf? Hören Sie das Zischen der Kugeln schon? Oh, was, Digga! Plus haben auch auf das Wahlergebnis. Sehen Sie daraus Dinge, die wir auch für uns lernen können zum Thema politische Rhetorik? Welche Schärfe ist angemessen? Ja, und zwar auch schon vor dieser dramatischen Zuspitzung heute Nacht. Ich beobachte Amerika seit vielen Jahrzehnten und ich muss sagen, BlackRock kommt ja auch daher, ne? Sein Arbeitgeber Kappa. Das Land hat sich so stark verändert, auch durch die harte politische persönliche Konfrontation. Und das sollten wir lassen. In der Sache Hartstraße. Das war's mit dem RBB-Stay. Hä? Das hat er doch gesagt. Ich habe das noch nie gesagt. Dann soll er aufhören, für den RBB zu arbeiten. Was habe ich denn damit zu tun? Streiten ist in Ordnung. Das gehört zur Demokratie dazu. Das ist die Voraussetzung für die Demokratie. Aber immer auch mit Respekt, auch persönlichem Respekt vor den politischen Gegnern. Sehen Sie, dass dieser Respekt bei uns weniger wird? Dass wir auch mehr so streiten in der politischen Auseinandersetzung? In Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern? Zum Teil ja. Insbesondere seitdem sich die Ränder so radikalisiert haben. Vor allen Dingen auf die Linken auch. Der ganz rechten, rechtsextremen Seite. Die Auseinandersetzungen im Deutschen Bundestag, auch mit der AfD, werden immer verletzender, immer persönlicher gegen alle. Gerichtet gegen uns, gegen die Sozialdemokraten, die FDP, die Grünen. Das ist nicht gut für unsere Demokratie. Kann sich das so auswirken? Es gab in Deutschland den Mord an Walter Lübcke. Ein paar Stunden nach dem Attentat auf Trump fand ich eine Schlagzeile nach Debatte um Gesundheit. Biden wirkt wie ausgewechselt und schießt scharf gegen Trump. Auch eine fragwürdige Wortwahl. Ich glaube, der beste Artikel, der danach gekommen ist, ich weiß nicht, aus welchem Magazin er kam, war, wird das überlebte Attentat Donald Trumps positive Auswirkungen auf den Zugang zur schwarzen Bevölkerung haben. Ich glaube, das war mit Abstand der wildeste Artikel, den ich dazu gesehen habe in der Überschrift. Vollkommen unhinged. Aus der Forbes war das hier. Kein Joke. Will surviving gunfire be Donald Trump's next appeal to black voters? Das ist kein Joke. Dieser Artikel kam wirklich erstmal. Amerika, Digga. Wir haben vor der Europawahl die Übergriffe gesehen, ganz prominent auf Matthias Ecke von der SPD, aber die gibt es auch gegenüber CDU-Politikern, AfD-Politikern, Grünen-Politikern. Ist das etwas, was in unserem Land, wo wir drauf aufpassen müssen? Ich will es nicht hoffen, dass es sich so zuspitzt und dass so etwas geschieht wie heute Nacht in Amerika, aber es ist nicht ausgeschlossen und gerade deshalb müssen wir ein bisschen Acht geben auf die Art und Weise der Auseinandersetzung, wie wir sie führen. Sie haben eben schon gesagt, Sie haben die USA lange beobachtet. Sie waren 10 Jahre der Vorsitzende der Atlantikbrücke, eine Organisation, die sich für den Austausch zwischen Deutschland und den USA engagiert. Sie haben für amerikanische Unternehmen auch gearbeitet. Trauen Sie sich eine Einschätzung zu? Wie wird dieses Attentat den Wahlkampf in den USA verändern? Und auch vielleicht Donald Trump. Ist das eher noch ein Anlass für mehr Aggressivität oder für Nachdenken? Dieser Wahlkampf wird mehr als jeder andere vorher mit Bildern entschieden. Und die Bilder, die es jetzt gibt, auf der einen Seite von Joe Biden, der gebrechliche Präsident, und auf der anderen Seite Donald Trump, nach diesem Attentat heute Nacht, trotzdem mit erhobener Faust und Blut an der Seite,
die amerikanische Flagge über ihm. Das sind so Heldengeschichten, die in Amerika gern erzählt werden. Ich vermute, es wird Einfluss auf das Wahlergebnis haben. Wenn Sie in dem Kontext auch Joe Biden erwähnen, würden Sie sich wünschen, dass er den Weg doch frei macht? Ich finde, wir sollten aus der Politik außerhalb Amerikas keine Ratschläge geben an die amerikanischen politischen Parteien. Schon mal gar nicht an den amtierenden amerikanischen Präsidenten. Joe Biden hat großartige Verdienste, auch um das transatlantische Verhältnis. Das ist eine Entscheidung, die muss er ganz allein für sich treffen. Ja, das war eine sehr stabile Einordnung, muss ich sagen, ne? Was Mr. Burns hier gesagt hat. Vielen Dank, Friedrich Merz, bis hierher. Und wir wollen jetzt nach dem Blick nach Amerika den Blick auch nach Deutschland richten. Darauf, was die CDU den Wählern hierzulande im kommenden Jahr anzubieten hätte. Wir wären sofort bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, hat Friedrich Merz kürzlich gesagt. Der Blick auf eine gerade ziemlich selbstbewusste Partei, Sarah Frühauf. Auf Friedrich Merz entfielen 873 Stimmen. Das entspricht einer Zustimmung von rund 90%. Parteitag Mai. Der alte CDU-Chef ist der neue. Und vielleicht bald noch viel mehr. Dieses Wahlergebnis ist die Startbahn ins Kanzleramt für... Gott, Michael Kretschmer, Gott, Gott. Warum kündigen die den nicht an? Ich krieg direkt eine posttraumatische Belastungsstörung. Friedrich Merz. An mir wird der... Oh Gott, warum denn? Volk 2025 nicht scheitern. Die Europawahl ist gewonnen. Am Ende mit knapp 30%. Wir haben ein Wahlergebnis erzielt, das für... Hilfe! Mich auch wirklich die Untergrenze dessen war, was ich von diesem Wahlergebnis erwartet habe. Jetzt der Blick Richtung Osten, zu den Wahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen, Thüringen. Ja, viel Spaß. Brandenburg, Sachsen, Thüringen, let's go. Das wird nochmal ein Fiebertraum. Kriegstreiber, der Ton wie hier in Leipzig rau. Merz mit klarer Kante gegen Links- und Rechtsextremismus. Ich sag das alle denjenigen, die hier herumschreien, hier vorne und da hinten. Ihr seid eine winzig kleine Minderheit in Deutschland. Die Brandmauer nach rechts zur AfD steht, zur Linkspartei auch. Nur wer verhilft der CDU im Osten dann zu einer Mehrheit? Eine Frage vor allem in Thüringen. Würden Sie mit Sarah Wagenknecht koalieren? Ausschließend tue ich das nicht. Die CDU will regieren, offensichtlich mit aller Macht. Das Selbstbewusstsein des Parteichefs groß. Könnte Friedrich Merz es besser als Olaf Scholz? Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Nur, wohin würde Friedrich Merz das Land führen? Wisst ihr, dass diese Frage auch eine echt heikle Frage ist aufgrund der Tatsache, dass wenn man weiß, woher Olaf Scholz kommt und was er in der Vergangenheit getan hat, nicht nur mit Cum-Ex, sondern auch mit Brechmittel, dass das schon eine ziemlich heikle Frage ist. Hat Friedrich Merz schon mal jemanden zum Tode kotzen lassen? Hat Friedrich Merz schon mal die Verantwortung übernehmen müssen, dass jemand gestorben ist? Also direkt. Weil vielleicht nicht. Aber Friedrich Merz ist jemand, der 1997 gesagt hat, die Vergewaltigung sollte nicht strafbar in der Ehe sein. Bruder. Hä, das kennt ihr nicht? Holy, da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen. So, vom Norddeutschen Rundfunk, let's go. Als Vorreiter der zwangsweisen Einflößung von Brechmitteln im Kampf gegen Handel gilt Frankfurt am Main, wo diese Methode bereits in den 90er Jahren eingesetzt wird. Als dabei 1998 ein Verdächtiger beinahe stirbt, wird auch in der Öffentlichkeit verstärkt darüber diskutiert. 2001 wird die umstrittene Prozedur auch in Hamburg eingeführt. Der damalige Innensenator Olaf Scholz gibt grünes Licht für die Möglichkeit des zwangsweisen Brechmitteleinsatzes in der Stadt gegen den Widerstand des grünen Koalitionspartners. Hamburg steht damals vor einer Bürgerschaftswahl, in deren Vorfeld die Sozialdemokraten befürchten müssen, beim Thema Law and Order von der CDU noch jüngeren parteirechtsstaatlichen Offensive von Ronald Schill überrollt zu werden. Zwar wird die SPD bei der Wahl stärkste Kraft, dennoch können CDU, Schill und Partei der FDP gemeinsam in Hamburg die Regierung übernehmen. Als Achid John bei dem Brechmitteleinsatz um Lebens kommt, stellt die Partei rechtswissenschaftliche Offensive mit Schill bereits den Innen- und mit Roger Kusch den Justizsenator. Erster Bürgermeister ist der Christdemokrat Ole von Beust. Die Reaktionen in der Presse auf den Tod des jungen Mannes sind teils heftig. Todesstrafe durch die Hintertür, titelt beispielsweise die linksliberale Wochenzeitung. Der Freitag
Der damalige Hamburger Ärztekammerpräsident Frank-Ulrich Montgomery fordert den Senat auf, das gewaltsame Verabreichen von Brechmitteln zu beenden. Der Fall des 19-Jährigen bestätigte, dass die Einsätze, Zitat, aus ärztlicher Sicht nicht zu verantwortlichen seien. Manche Kritiker nehmen die erzwungene Brechmitteleinsatz Folter. Die Vermutung, die rabiate Praxis soll auch der Abschreckung von Kleindealern dienen. Bemerkenswert ist auch, dass die große Mehrheit der Betroffenen Schwarze sind. Darum sage ich, unter der Verantwortung von Olaf Scholz und dem eingeführten Brechmitteleinsatz, das unter seiner Leitung halt tatsächlich passiert ist, ist jemand gestorben. Ja, schon wild. Aber 2001, Digga. Tja, und jetzt tauscht man den mit Friedrich Merz. Aus dem Tagesspiegel hat man dazu. Ich bringe das einfach mal mit ein, damit ihr wisst, mit was ihr hier was tauscht. Altlasten des CDU-Politikers, was Friedrich Merz früher forderte und wie er abstimmte. In den Medien, sozialen Medien macht derzeit ein Video der Tagesschau die Runde. Es zeigt eine alte Aufnahme von 1983 aus dem Bundestag. Darin fragt die ehemalige Grünen-Abgeordnete Petra Kelly, sind Sie dafür, dass Vergewaltigung in der Ehe ins Strafgesetzbuch kommt? Eine FDP-Abgeordnete antwortete nein. Er grinst. Im Plenum flälzen sich männliche Abgeordnete in ihren Stühlen und lachen. Der Grund, warum dieses Video jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt, als 1997 das Strafgesetzbuch schließlich so geändert wurde, dass auch Vergewaltigungen in der Ehe als eigener Straftatbestand im Gesetz aufgenommen wurden, stimmten im Bundestag immer noch 138 Abgeordnete dagegen. Und einer von ihnen war der Friedrich Merz, heute Publikumsliebling, Unionsanhänger und einer der aufsichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz sowie Kanzlerkandidaten. Tja. Herr Merz, was ist ein Klempner der Macht? Ich habe es so verstanden, dass das jemand ist, der an kleinen Schrauben dreht, nicht erklärt, wie das ganze Bild aussehen soll und der vor allen Dingen viel zu wenig kommuniziert. Helmut Kohl war der Architekt der deutschen Einheit und er hat damit auch ein großes Bild geschaffen. Und diese Fähigkeit fehlt Olaf Scholz nach meiner Einschätzung vollkommen. War Angela Merkel auch eine Klempnerin der Macht? Uff. Sie war anders als beide, aber sie hat jedenfalls besser kommuniziert als Olaf Scholz. Aber Sie meinten, glaube ich, mit dieser Formulierung auch oder haben kritisiert, dass Olaf Scholz aus Ihrer Sicht keine klare Vorstellung hat, wo es in Deutschland hingehen soll. Hatte Angela Merkel die? Ich denke das schon, aber es waren auch andere Zeiten. Angela Merkel ist Bundeskanzlerin geworden zu einer Zeit, wo wir noch nicht konfrontiert waren mit diesem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und Olaf Scholz selbst hat von Zeitenwende gesprochen in seiner Rede am 27. Februar 2022. Aber dann muss dem eben auch eine Zeitenwende folgen. Und das machen wir ihm zum Vorwurf. Er hat viele Dinge einfach weiter laufen lassen, so wie vorher. Und das geht eben. Also ich finde es immer, ich muss mich auch immer, also... Herr Merkel wird am Mittwoch 70 Jahre alt. Oh. Wie gratulieren Sie ihr? Es ist unvorstellbar, dass das aus der CDU kommt. Es ist unvorstellbar, dass der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat sagt, die Ampel hat er einfach so weiterlaufen lassen wie vor. Es ist unvorstellbar. Werden Sie Kontakt haben? Gibt es Geschenke? Ja, ich habe ihr schon geschrieben. Und ich werde sie auch an dem Tag anrufen und wir werden dann im September auf ihren Wunsch hin ein großes wissenschaftliches Symposium machen hier in Berlin mit einer großen Zahl von Gästen zu ihren Ehren. Wird das so eine Art Versöhnung zwischen Ihnen beiden? Zwischen Angela Merkel und mir muss nichts versöhnt werden. Sie hat ihre lange Zeit als Bundeskanzlerin gehabt. Das ist abgeschlossen. Wir sind jetzt auch in einer neuen Zeit der Politik. Wir sind in einer neuen Zeit für die CDU und darüber werden wir selbstverständlich sprechen. Inwiefern würden Sie trotzdem sagen, Angela Merkel trägt auch eine Mitschuld an dem schlechten Zustand unseres Landes in vielen Bereichen gerade? Ja, trägt sie tatsächlich, ja. So gern man Mutti hat, so sehr muss man doch sagen, sie hat halt eben auch nur weiter so gemacht, ja. Gerade im Zusammenhang mit der Migrationsfrage wurden da einfach nicht die wichtigen Themen angesprochen. Unter Merkel ist die AfD entstanden. Unter der CDU ist die AfD entstanden, wegen dieser Handlungsfähigkeit und dieser Idee von wegen abwarten und Tee trinken. Genau das ist der Grund, warum wir jetzt das Problem der AfD haben. Sehen Sie, es gibt so viele Beispiele, die gut erzählt werden könnten. Ich nehme mal ein sehr konkretes Beispiel. Angela Merkel war diejenige, die als Bundeskanzlerin zuerst angefangen hat, intensiv Umweltpolitik als Chefsache zu machen.
Und wir haben in diesen 30 Jahren von 1990 bis 2020 40% CO2-Reduktion in Deutschland möglich machen können bei einer verdoppelten Wirtschaftsleistung. Aber auch beim Zusammenbruch der DDR-Industrie. So, ja, natürlich, da haben einige Faktoren eine Rolle gespielt. Die Umweltschutz unter der CDU, hat irgendwas mit, irgendwas mit Umweltschutz passiert, Digga? Etwas leichter gemacht haben. Aber seitdem die neue Bundesregierung im Amt ist, die gar nicht mehr so neu ist, verfehlen sie ein ums andere Mal die Klimaziele. Also Angela Merkel hat eine durchaus gute und in anderen Teilen weniger gute Bilanz zu ziehen gehabt. Aber das ist eine Aufgabe, die jetzt nicht meine ist. Das ist die Aufgabe der Historiker, darüber ein abschließendes Bild zu zeichnen. CO2-Reduktion. Als das Wort Klimakanzlerin fällt, verzieht Angela Merkel amüsiert und leicht genervt die Schnute. 10 Tage vor der Bundestagswahl 2017 antwortet sie im ZDF-Studio Fragen der Zuschauer. Merkel meint, dass Deutschland da Vorreiter in der EU sei und als die junge Frau nachbohrt, sagt die Kanzlerin, wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40%-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen. Ob Merkel das an diesem September wirklich glaubt, ist unklar. Aber die Situation zeigt, wie Merkel mit Menschenheitsherausforderungen, die unsere Verantwortung ist, umgeht. Sie kennt alle Details, aber andere Themen sind wichtiger. Im Wahlkampf kommt Klima nicht vor. Angela Merkel kann mit dem Titel Klimakanzlerin nichts anfangen. Zu Recht. Denn Merkel macht Versprechungen, die sie nicht halten kann. Ein halbes Jahr nach diesem Abend kassiert Merkels viertes Kabinett offiziell das 40%-Ziel für 2020, das Merkel 2017 ausgerufen hat. Und nicht nur das, kaum eines der deutschen Unternehmen und Nachhaltigkeitsziele wird erreicht. Und bei den CO2-Vorgaben für Gebäude, Autos werden die EU-Ziele so weit verfehlt, dass die Regierung wahrscheinlich bald Milliarden für CO2-Lizenzen zahlen muss. Also Klimakanzlerin, ne? Also das ist natürlich eine Lüge. Angela Merkel hat nichts mit, also keine Klima zur Chefsache gemacht. Die hat damit Wahlkampf gemacht vielleicht. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist nicht Ihre Aufgabe, aber es könnte vielleicht einige Probleme, die dieses Land hat, zu ändern. Wir wollen mal ein Beispiel als Ausgangspunkt nehmen, nämlich das, was vielleicht das Ärgernis oder manche sagen je nach Humor auch die Lachnummer dieser Europameisterschaft war, nämlich die Deutsche Bahn. Die New York Times schreibt, vergessen Sie alles, was Sie über deutsche Effizienz zu wissen glauben. Und die Sun aus England schreibt von Reisechaos und Albtraumzugfahrten. Jetzt wird ja an der Lösung gearbeitet. Es soll einen verlässlichen und regelmäßigen Fahrplan geben. Wieso wird das nicht richtig gestellt? Weil der das nicht weiß. Weil das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich live ist. Und wenn das live ist und das nur kurze Zeit später ausgestrahlt wird, dann kommen die Leute mit ihren Faktenchecks nicht hinterher. Die Realität sieht dann immer weiter so aus, dass die politische Akteure da vor Ort sitzen und populistische Lügen erzählen. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass solche Videos nun mal mit Faktenchecks ausgestattet sind. Und dass man solche Videos, wenn man sie live macht, dann eben am Ende mit einem Faktencheck halt konfrontiert. Also, wenn Friedrich Merz jetzt 30 Minuten lang populistischen Blödsinn sagen würde, dann muss der 10 Minuten am Ende sitzen bleiben, damit der Moderator mit den Fakten ihn mal konfrontiert und sagt, am Anfang des Videos haben Sie gesagt, dass Angela Merkel Klimaziele erreicht hat. Das stimmt leider nicht. Unsere Faktenchecks haben das gerade belogen, haben das gerade nachgeschaut. Und der darf dann auch nichts dazu sagen. Der kriegt dann einfach die in die Fresse. Und dann will ich seine Reaktion sehen. So, der wird einfach konfrontiert mit seinen Lügen. Der soll da nicht was zu sagen, der soll da nicht irgendwas machen. Das soll aber auch für alle politischen Ämter so sein. Da kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach nicht seiner Verpflichtung hinterher. Denn wenn man weiß, wie heutzutage mit tief populistischen Arten und Methoden, mit Lügereien Politik gemacht wird, dann muss man da auch drauf reagieren. Dass hier noch auf 1990er-Basis mit irgendwelchen lustigen Einspielungen und irgendwelchen einigermaßen spitzen Fragen versucht wird, irgendwas auszulösen, ist doch bei einem Rhetorikprofi wie Friedrich Merz überhaupt keine, das macht doch überhaupt kein Ding. Das wehrt er doch ab, der sitzt doch da und sagt, en garde, das ist doch absoluter Schwachsinn. Also wirklich, also das sollte der Standard sein. Aber hier mal wieder nur enttäuschend. Den sogenannten Deutschland-Takt. Das Problem ist, der soll bis 2070 fertig sein, also in 46 Jahren. Wie stellt ein Bundeskanzler Friedrich Merz? Aber dann würde doch niemand mehr kommen. Ey, die sollen sich hingehen. Also wenn die, wir können doch solche Argumente nicht mehr immer machen und sagen, wenn man das so machen würde, dann würde doch keiner mehr kommen. Das ist ja das gleiche Argument, wie wir bei der Vermögensteuer haben. Wenn wir die Vermögensteuer einführen, dann ziehen die doch alle einfach weg. Ey,
doch auf, was die tun würden oder was man glaubt, was die tun würden. Man muss ja den Standard trotzdem halten. Und dann sagt man das einfach transparent. Sicher, dass das ein paar Jahre eher kommt. Wir haben uns mit diesem Thema in der Bundestagsfraktion ausführlich beschäftigt und haben ein neues Konzept aufgeschrieben für die Zukunft der Bahn. Außerdem ist das ja auch ein ziemlich aussagekräftiger Tritt in die Fresse. Stell mal vor, dass die ARD sagt, unsere aktuellen Interviews sind zu wenig faktenbasiert. Wir werden da jetzt die Leute mit einem Faktencheck konfrontieren. Und das wird direkt gemacht. Und dann sagen Politiker ab, ja, dann sagt das doch mehr als 1000 Interviews in einem Sommerinterview. Und dieses Konzept besteht im Wesentlichen daraus, dass wir sagen, Netz und Betrieb müssen getrennt werden voneinander. Das Netz muss in der Hand des Staates bleiben. Der Betrieb auf dem Netz kann im Wettbewerb stattfinden. Und vor allen Dingen müssen wir in der gegenwärtigen Situation aufhören, der Bahn immer zusätzliche Aufgaben, zusätzliche Verbindungen, zusätzliche Angebote aufzuerlegen. Das sind ja überwiegend dann auch politische Entscheidungen. Die Bahn muss ihr Angebot reduzieren, damit das reduzierte Angebot wieder zuverlässig erbracht werden kann. Die Bahn wird überfordert und überfordert sich im Augenblick selbst. Okay, das ist das Zeichen, dass unter der CDU das Deutschland-Ticket hundertprozentig wegfallen wird. Ja, okay, alles klar. Und das geht nicht. Wo überfordert die sich? Naja, schauen Sie auf dieses Thema Deutschlandtakt. Ja, es werden ja immer weitere Angebote auch von der Bahn erwartet. Das kann dieses komplexe System offensichtlich in der Konstellation, in der es im Augenblick aufgestellt hat, nicht erbringen. Das gilt sowohl für die Technik, das gilt aber auch für das Personal. Die Bahn ist überfordert und zwar nicht punktuell, sondern strukturell. Wenn Sie sagen, das Netz sollte in der Hand des Staates sein, der Netzzustandsbericht sagt, es fehlen Investitionen von 92 Milliarden Euro in das Bahnnetz. Wo kommt das Geld dafür her? Ja, wo kommt das Geld dafür her, Herberts? Weil Schulden wollen sie ja nicht machen. Darüber muss man in der Tat ausführlich sprechen. Da muss man drüber reden. Das Geld muss natürlich auch von den Nutzern miterbracht werden, aber auch der Staat steht da in der Verantwortung. Jetzt wird zum Beispiel eine große Tochtergesellschaft der Bahn offensichtlich verkauft. Das Geld aus diesem Verkauf muss dann auch in die Bahninfrastruktur gesteckt werden und nicht in den Bundeshaushalt. Da steht die Bundesregierung auch in der Verantwortung, jetzt einmal klar zu sagen, was macht sie mit dem Veräußerungserlös von Schenker? Das ist das Unternehmen, was jetzt verkauft werden soll. Das Geld... Digga, scheiß doch, ey, ganz ehrlich, also wenn die CDU das Deutschlandticket abschafft und sagt und in ihrer Methodik sagt vom Fraktionsvorsitzenden, die Bahn muss ihr Angebot reduzieren, ey Bruder, dann ey, scheiß auf den Klima, ey, scheiß aufs, also Bruder, dann kannst du auch sagen, gut, der Zug ist förmlich abgefahren, also dann ist es wirklich die größte klimatische Baustelle vom Verkehr in Deutschland, also das Ding, was am meisten Dreck macht, wo einfach auch am wenigsten reduziert wird, kann nur durch einen schönen, stabilen ÖPNV und Fernverkehr, also einen öffentlichen Personenverkehr weggehobelt werden. Ja, gut, damit ist es dann durch. Ach du meine Güte. Muss, wenn das Unternehmen schon verkauft wird, Schenker, dann muss das Geld auch in die Bahn und nicht in den Haushalt. Ein anderes Beispiel für eine große Aufgabe, die Politik, wer auch immer regiert, vor sich haben wird, ist das hier. Das ist die Durchschnittsrente in Deutschland. 1.550 Euro. Demgegenüber stehen 2.871 Euro Eigenanteil für alle, die ins Pflegeheim müssen. Wie stellt ein Kanzler Friedrich Merz sicher, dass man ohne Angst vor dem finanziellen Ruin alt werden kann? Zieht den Tod. Die wichtigste Aufgabe in der Pflegeversicherung oder in der Pflegepolitik wird sein, die häusliche Pflege zu stärken. Der ganz große Teil der pflegebedürftigen älteren Menschen ist ja nicht im Pflegeheim, sondern ist in der Familie, im familiären, privaten Umfeld. Und dieses Umfeld so zu stärken, dass auch die Bereitschaft fortbesteht, ältere Menschen in der Familie zu Hause lange zu pflegen, ist eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Pflegeversicherung auf Dauer leistungsfähig bleibt. Das heißt, da geht es dann um die Möglichkeit, vom Arbeitgeber frei zu bekommen, Unterstützung zu haben. Also wie kann man sich das vorstellen? Ja, viele Möglichkeiten. Auch die finanzielle Förderung der Pflege zu Hause ist ein wichtiger Baustein. Und dann müssen wir uns über die Frage unterhalten, wie werden die steigenden Pflegekosten finanziert? Das hat große Lohnsteigerungen gegeben, richtigerweise im Bereich der Altenpflege. Aber die müssen natürlich dann auch bezahlt werden. Und darüber muss... Oh,
man sprechen. Das das deutet was ganz Unangenehmes an. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ich würde uns davor bewahren wollen, ständig weiter steigende Sozialversicherungsbeiträge zu erheben. Denn das schwächt ja nicht nur die Arbeitnehmereinkommen, das schwächt den Arbeitsmarkt, das schwächt den Wirtschaftsstandort Deutschland. An der Stelle müssen wir aufpassen. Eben bei der Bahn gesagt, da muss auch im Zweifel das Angebot reduziert werden, wenn man die Kosten der Pflege senken will. Und Sie haben gerade gesagt, Sie wollen nicht unbedingt die Pflegeversicherung. Ich mache das dann wie in Midsommar, denke ich. Ich denke, das sollte man auch programmieren, so wie in Midsommar. Wo, weißt du, wo die Leute dann in dieses Kollektiv kommen, in diese Kommune, wo die alten Leute dann oben auf diese Klippe klettern und dann irgendwie ab einem gewissen Alter einfach runterfallen. So einfach, weil, Opa ist jetzt 70 geworden, jetzt kann er sich auch mal von der Klippe stürzen. So, weil, ganz ehrlich, so ideenlos, das ist das Ergebnis so einer solcher Ideenlosigkeit. Naja, dann machen wir so eine Klippe, wo die sich dann runterstürzen, wa? Oh mein Gott. Wird zu viel bezahlt auch aus der Pflegeversicherung? Das würde ich so pauschal nicht gelten lassen. In dem ganzen System Krankenversicherung und Pflegeversicherung stecken aber sicherlich noch große Effizienzreserven. Da kann man ganz gewiss noch viel tun. Ich würde es allerdings immer so tun, dass man nicht mit Repression arbeitet, mit Zwang, sondern mit Anreizen und Ermutigung. Und den Menschen zum Beispiel sagt, wenn ihr euch gesund ernährt, wenn ihr euch gesund verhaltet, dann gibt es einen Bonus auch von der Krankenversicherung. Also wirklich nicht mit Repression, nicht mit Druck, nicht mit staatlicher Regulierung, sondern mit vernünftigen Anreizen, den Menschen zu sagen, verhaltet euch im eigenen Interesse. Klüger, gesünder, lebt gesünder. Also das, was die Grünen machen, die Verbotspartei. Aha. Dann habt ihr alle was davon, auch persönlich. Aha. Jetzt haben wir über zugegeben ziemlich schwierige Probleme gesprochen und da gibt es noch eine ganze Menge, die vor einer künftigen Regierung und auch vor der aktuellen liegen. Wir haben das aber jetzt unter der sehr freundlichen Annahme getan, dass Sie alleine entscheiden können, was passiert. Tatsächlich aber bräuchten Sie natürlich Koalitionspartner. Und wir wollen jetzt einen Blick werfen auf unsere sich deutlich verändernde Parteienlandschaft. Mit der AfD hat eine womöglich rechtsextreme Partei starken Zulauf. Eine Einzelperson wie Sarah Wagenknecht erzielt nach wenigen Wochen schon mehr Zustimmung als traditionsreiche Parteien. Die Linke scheint bundesweit kaum noch eine Rolle zu spielen. Die sagen wohl möglich, weil der Bundesverband ein rechtsextremer Verdachtsfall ist. In drei Bundesländern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, ist er rechtsextreme Bestrebung. Aber die aus dem Öffentlich-Rechtlichen sagen, es ist ein womöglich rechtsextremer, eine rechtsextreme Bestrebung, weil sie halt noch kleine Definitionen durch den Verfassungsschutz haben. Also ich, so wie ihr, wenn wir die Fakten ansehen und den AfD-Bundesverband ansehen, das ist eine rechtsextreme Partei. Und mindestens im Osten unseres Landes gilt das auch für FDP und die Grünen. Herr Merz, gehen der CDU die Koalitionspartner aus? Die Parteienlandschaft verändert sich, keine Frage. Wir sind sozusagen als CDU und CSU der Fels in der Brandung. Oh Gott. Wir sind mit 30% plus die mit Abstand stabilste, stärkste politische Partei in Deutschland. Und daraus erwächst auch eine große Verantwortung. Das ist uns allen bewusst. Aber natürlich, wir werden nach der nächsten Bundestagswahl Koalitionspartner brauchen. Hoffentlich nur einen. Und hoffentlich haben wir mindestens zwei zur Auswahl. Gehen Sie davon aber aus, dass Dreierkoalitionen, wie wir sie jetzt sehen, im Prinzip das neue Normal werden? In anderen europäischen Ländern ist es noch viel weiter aufgefächert, das System. Das kann sein. Ich würde es gerne vermeiden. Ich nehme mal als Beispiel die Landtagswahlen in Hessen, wo Boris Rhein am 7. Oktober letzten Jahres wirklich einen großen Wahlsieg errungen hat und die Auswahl hatte zwischen den Grünen und der SPD, mit beiden gesprochen hat und am Ende zu dem Ergebnis kam, wir haben mehr Schnittmengen mit der SPD. Also eine vergleichbare Situation im Bund würde uns ermöglichen, dann eben wieder zu einer Zweierkoalition zurückzukehren und nicht die große Koalition, genau, eine Dreierkoalition machen zu müssen. In dieser Zersplitterung sind so große Probleme wie die, über die wir gerade gesprochen haben, überhaupt dann noch zu bearbeiten? Halte ich auch für realistisch. Eine große Koalition wäre wahrscheinlich das Best-Case-Szenario einer starken CDU. Das Worst-Case-Szenario wäre eine CDU mit der AfD. Ja, ich denke schon. Das setzt allerdings Kompromissbereitschaft und Fairness auf beiden Seiten voraus. Und es setzt vor allen Dingen etwas voraus, was ich glaube in der Union ganz gut gelungen ist. Nämlich Führung, aber im Sinne einer guten Zusammenarbeit,
und Austragen der politischen Konflikte hinter verschlossenen Türen. Ich möchte das nicht noch mal sehen, dass eine Koalition sich Wochen, Monate, ja jetzt seit 2,5 Jahren mehr oder weniger über jedes Thema öffentlich streitet. Nee, Schwarz-Grün halte ich nicht für eine Option. Dafür sind die, also auf Bundesebene nicht, nein. Dafür agiert die CDU einfach wie die Bild-Zeitung. Also das halte ich nicht für realistisch. Aus einer persönlichen, spekulativen Perspektive. Ne? Wenn so ein Gift einmal in einer Gruppe ist, sei es ein Freundeskreis, eine Schulklasse oder eben eine Regierung, wenn so ein Gift des Misstrauens einmal da ist, dann kommen sie aus so etwas nicht wieder heraus. Und wie sehe eine Zufallzukunft aus mit GroKo, mit SPD-Führung? Nee. Unter SPD-Führung wird hier gar nichts passieren. Die SPD hat bekanntermaßen immer nur den Bückling gemacht. Selbst unter einer Führung von einem Kanzler aus der SPD heraus ist das ja wirklich, da ist ja nie was Gutes draus geworden. Oder können wir uns positiv an Gerhard Schröder erinnern? So, da ist ja nichts. So, ich meine, ne? Agenda 2010 war jetzt nicht wirklich geil. Das haben wir in der CDU ganz gut geschafft. Das ist nicht mein Verdienst allein. Und so etwas würde ich auch gerne in einer nächsten Bundesregierung sehen. Aber Gift des Misstrauens. Würden Sie sagen, Sie haben zum Beispiel auch Ihre Partei insgesamt, zum Beispiel die Grünen, zu sehr attackiert? Und jetzt diese Woche lesen wir, dass es eventuell Gespräche schon zwischen Ihnen und Herrn Habeck gibt. Ja, erstens gab es die und zweitens... Angeblich Geheimgespräche. Also ich habe Robert Habeck in diesem Jahr einmal gesehen. Persönlich getroffen, das war in der Sendung von Maybrit Illner am 6. Juni mit 2 Millionen Zuschauern. Das war das Geheimtreffen zwischen Friedrich Merz und Robert Habeck. Nein, wir reden natürlich auch im Alltag vernünftig miteinander. Wir haben Begegnungen im Parlament, wir streiten uns auf offener Bühne über die politischen Themen. Aber ich sage immer, zwischen den demokratischen Parteien muss Kooperation und wenn nötig auch eine Koalition möglich bleiben. Und das muss auch den persönlichen Stil der Auseinandersetzung prägen. Aber mit Blick auf die Problematik, die wir gerade angerissen haben, eine mögliche Koalition irgendwann mal wieder bilden zu müssen, nähern Sie sich gerade auch ein bisschen an? Also setzt da ein Umdenken auch gerade ein? Also wir nähern uns nicht an von einem Standpunkt, der mal völlig anders war, sondern wir versuchen vernünftig miteinander zu reden. Ich bemerke zum Beispiel im Augenblick, dass viele Sozialdemokraten beginnen, ziemlich freundlich zu uns zu werden, was sie zu Beginn der Wahlperiode in der ersten Hälfte so nicht waren, weil sie offensichtlich auch merken, dass das nach der nächsten Bundestagswahl möglicherweise ganz anders werden wird. Und das entspricht auch meinem Politikverständnis. Hart in der Sache, aber konziliant und anständig im Ton. Anständig im Ton. Das ist er, der Friedrich Merz. Ne? Der Sozialtouristen-Merz. Der Pascha-Merz. Genau, das ist er, der Merz. Konziliant im Ton. Oh, genau. Hier im Reichstag wird es wahrscheinlich ja nach der Bundestagswahl noch relativ einfach sein, eine Koalition zu bilden, verglichen mit dem, was in Thüringen oder in Sachsen demnächst bevorstehen wird. Was ist Ihr Ausländer-Zahnarzt-Merz, genau, das kommt noch dazu. Hauptziel als CDU bei den Wahlen dort? Wir wollen in allen drei Ländern, in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen, die stärkste politische Kraft werden. Die Chance haben wir. Und wir wollen dann dafür sorgen, dass ohne uns oder gar gegen uns in diesen Ländern nicht regiert werden kann. Und das ist auch unsere Botschaft an die Wählerinnen und Wähler. Und danach muss dann gesprochen werden, mit wem man zusammenarbeiten kann. Es gibt in der CDU dazu klare Beschlüsse. Aber man muss dann eben auch das Wählervotum akzeptieren, so wie es getroffen worden ist. Es sind demokratische Wahlen. Ihr thüringischer Spitzenkandidat und Landesvorsitzender Mario Vogt sagt, das Ziel ist Höcke verhindern, also die AfD in Thüringen verhindern. Würden Sie das macht er ja gut, wenn er mit denen so TV-Programme bei der Welt macht, ne? So einen kleinen TV-Wahlkampf. Ja, macht er richtig gut mit dem Höcke verhindern, Digga. Dafür auch eine Koalition mit dem BSW eingehen? Das, was Mario Vogt in Thüringen getan hat, haben wir besprochen. Wir sind uns in der Bewertung dort einig und ich habe ihn vor allen Dingen ermutigt und ermuntert, die direkte Auseinandersetzung mit Herrn Höcke zu suchen, denn die Entscheidung in Thüringen wird getroffen zwischen Höcke und Mario Vogt. Und diese Auseinandersetzung führt Mario Vogt. Und diese Auseinandersetzung, die führen auch wir. Kann verstehen, man kann die auch bald nicht mehr auseinanderhalten. Als CDU. Aber wenn diese Entscheidung dadurch herbeigeführt werden kann, dass Herr Vogt mit dem BSW zusammenarbeitet, wären Sie dann dafür? Das muss man sich auf Landesebene anschauen. Ich schließe eine Zusammenarbeit mit dem BSW auf der Bundesebene aus. Das sind vollkommen unterschiedliche politische Vorstellungen. Was auf der Landesebene denkbar und möglich ist, das muss dann auch auf der Landesebene entschieden werden. Und das ist eine Entscheidung, die dann die Thüringer CDU trifft. Ja, und dann ist die Frage, ist denn eine Bundesbrandmauer auch eine Landesbrandmauer?
Anscheinend nicht, ne? Um das Zitat von Mario Vogt nochmal aufzugreifen, Höcke zu verhindern, wäre es auch aus ihrer Sicht richtig, wenn keine Zusammenarbeit vorstellbar ist mit BSW, eine CDU-Minderheitsregierung zu bilden? Das sieht die Thüringer Landesverfassung vor. Im dritten Wahlgang ist das möglich. Allerdings wäre es gut, wenn es in Thüringen mal wieder seit vielen Jahren nun eine stabile Regierung mit einer stabilen parlamentarischen Mehrheit im Erfurter Landtag gäbe. Aber noch einmal, darüber entscheiden am 1. September die Wählerinnen und Wähler in Thüringen. Oh Gott, das wird so schlimm, Alter. Der September wird wirklich schlimm. Ebenfalls ist nicht einfach, ist die Frage, wer Unionskanzlerkandidat wird. Sie? Das haben wir klar verabredet. Und Markus Söder und ich, wir werden im Spätsommer einen Vorschlag machen. Und dann werden die beiden Parteivorstände, CDU und CSU, darüber entscheiden. Sie haben gesagt, Sie machen das nach den Landtagswahlen im Osten. Inwiefern hat das Ergebnis der Landtagswahlen Einfluss auf die Person, die es wird? Wir werden nach diesen Landtagswahlen die Gesamtlage der Union natürlich noch einmal ansehen. Und da werden nicht nur diese Landtagswahlergebnisse, sondern auch andere, die Europawahl und andere Ergebnisse, eine Rolle spielen. Aber gehen Sie mal davon aus, dass wir eine einvernehmliche Lösung vorschlagen. Aber wenn es schlecht läuft, spricht das dann gegen Sie? Weil die CDU tritt nur bei diesen Landtagswahlen. Ich gehe davon aus, dass es gut läuft, unter schwierigen Umständen. Und ich beschäftige mich nicht mit der Frage, was wäre, wenn alles schlecht geht, sondern ich beschäftige mich mit der Frage, was kann ich tun, damit alles gut wird. Können Sie ganz kurz noch uns sagen, der Bundeskanzler freut sich, wenn Sie der Kanzlerkandidat werden. Wir können mal ganz kurz eine Szene angucken, die es dazu gibt. Er hat sich vor ein paar Tagen oder im Mai dazu geäußert. Wäre mir auch ganz recht, aber das entscheidet die CDU. Warum wäre Ihnen das recht? Sage ich jetzt nicht, aber ich nur zu, würde ich jetzt gerne sagen. Ja, nur zu. Herr Merz, welche Schwäche sieht Herr Scholz bei Ihnen, die Sie noch nicht erkannt haben? Naja, ich weiß ja, dass die SPD sich auf einen sehr harten persönlichen Wahlkampf gegebenenfalls auch gegen mich persönlich vorbereitet. Das werden wir nicht persönlich erwidern. Naja, klar, ganz klar. Naja, klar, genau. Sondern wir werden einen Wahlkampf sachlich in der Sache führen. Und wir genau, so wie man die CDU kennt, sachbezogen. Wir werden natürlich auch mit dieser Regierung ja, genau. Hart ins ganz, ganz sachbezogen Gericht gehen und dann freue ich mich auf Olaf Scholz. Sie freuen ich gebe sich auf das Kompliment gern zurück. Wäre er Ihnen lieber als Boris Pistorius? Es wäre jedenfalls, wenn es dazu käme, auf seiner Seite und auf unserer Seite ein denkbar großer Abstand. Glauben Sie, dass Olaf Scholz der Kanzlerkandidat der SPD wird? Die SPD wird die Kraft nicht haben und wird auch das Risiko nicht eingehen, einen Kanzlerwechsel vor der Bundestagswahl zu vollziehen. Ist Markus Söder ein guter Kanzlerkandidat? Oh Gott, Markus Söder ist eine Fahnenmastbemastung, Alter. Da kannst du eine schöne Fahne ranmachen und je nachdem, wie der Wind steht, kannst du den Söder oben anhängen. Markus Söder ist ein hervorragender Ministerpräsident in Bayern und wir beide arbeiten eng und freundschaftlich zusammen. Es ist unvorstellbar, dass es noch, also ich möchte das mal hervorheben, ich sage das immer wieder, wenn ich Markus Söder höre. Es gibt Leute, die wählen Markus Söder. Digga. Unter wie vielen bayerischen Kreuzen an deiner Wand musst du vorbeilaufen und dich stoßen, damit du die Entscheidung triffst und sagst, Markus Söder, das ist mein Mann. Bist du Bisowski oder was? Die müssen doch irgendwie irgendwas in das Maß Bier machen auf dem Oktoberfest, damit die Leute so eine verblendete Scheiße sagen, Alter. Und werden diese Frage gemeinsam entscheiden. Wäre Markus Söder auch ein guter Bundespräsident? Markus Söder ist zunächst einmal ein sehr guter Ministerpräsident in Bayern und alles Weitere werden wir dann diskutieren hinter verschlossenen Türen. Also ich meine, bei dem Aiwanger, ne, das ist ja schon ein Fiebertraum, aber der Söder auch ist genauso ein Fiebertraum. Zum Schluss wollen wir noch einen Blick auf das Thema Sicherheit und Verteidigung werfen und fangen dann wahrscheinlich mit Ihrer eigenen Verteidigung an. Seit dem Freitag wird in Deutschland diskutiert über Ihren Flug mit dem Eurofighter am 20. Juni in Rostock. Das hat 111.000 Euro gekostet. Sie haben hinterher wörtlich gesagt, schönes Abenteuer, hat Spaß gemacht. War das ein Fehler? Nein, ganz und gar nicht. Ich bin eingeladen worden von der Luftwaffe, so wie viele andere vorher auch. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, der NATO-Generalsekretär, Staatssekretärin im Verteidigungsministerium. Ich bin stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Ich habe eine Einladung der Bundeswehr angenommen. Ich werde auch Einladungen zur Marine und zum Heer annehmen. Die sind in der konkreten Planung. Ich wollte mich wirklich von der Einsatzfähigkeit in diesem Falle der Luftwaffe überzeugen über der Ostsee. Und das ist eine der neuralgischsten, empfindlichsten Stellen im Augenblick im Konflikt mit Russland. Und das war genau richtig.
Ich kann das gut verstehen, aber was haben Sie über die Bundeswehr gelernt, was man nur bei Durchbrechen der Schallmauer lernen kann? Naja, mal zu sehen, wie Soldaten im Einsatz auch gefordert werden, auch welche physischen Anforderungen so etwas stellt und dann auch mal diesen Luftraum zu sehen über der Ostsee, der nun wirklich zu den gefährdetsten Lufträumen im gesamten Konflikt in Europa zurzeit gehört. Das muss man sich anschauen. Verstehen Sie, dass das viele Leute nicht verstehen können, wenn man sich überlegt, dass 111.000 Euro manchen Schulflur streichen könnten? Dieser Flug hätte ohnehin stattgefunden. Die Bundeswehr fliegt den Eurofighter ganz regelmäßig. Wir sind an diesem Tag an dem Standort gewesen. Das war nicht der einzige. Also ich finde es nicht verwerflich, wenn politische Akteure in einem Eurofighter-Jet mitfliegen. Besonders wenn die sich über Sicherheitsfragen Gedanken machen. Sollen die ruhig mal in einem Eurofighter mitfliegen? Meine Güte, Alter, was ist denn da die Debatte? Flug da mal eine ganze Reihe noch bis in die Nacht hin stattgefunden und bei einem dieser Flüge war ich dabei. Vollkommen irrelevant. Vollkommen irrelevant. Wer hat bei diesem Flug mehr gelernt? Der Politiker oder der Hobbypilot? Ganz eindeutig der Politiker, aber der Hobbypilot, um im Begriff zu bleiben, hat eine neue Dimension kennengelernt, die er bisher in dieser Form nicht kannte. Ich würde noch auf einen weiteren Punkt gucken. Am Rande des NATO-Gipfels haben der Bundeskanzler und der amerikanische Präsident verabredet, dass in Deutschland wieder Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen oder Raketen, die eine Reichweite von über 2000 Kilometern haben, also auch Ziele in Russland treffen können. Finden Sie das richtig? Ich bin über diese Entscheidung sehr überrascht gewesen und ich habe bis zum heutigen Tag keinerlei Unterrichtung durch die Bundesregierung erhalten. Warum auch? Du bist oppositioneller, irrelevanter Mr. Burns. Warum würdest du denn unter was? Auch auf der Arbeitsebene, auch auf der Ebene der Fachkollegen ist keinerlei Unterrichtung durch die Bundesregierung erfolgt. Also du kannst ja nicht auf der einen Seite sagen, es gibt eine Zeitenwende und sagen, ja, jetzt hat man irgendwie, der Bundeskanzler macht weiter so und dich dann darüber wundern, dass der Bundeskanzler Entscheidungen trifft, dass Langstreckenraketen in Deutschland stationiert werden, was wie auf Fachebene. Du kannst doch nicht das eine sagen und das andere. Beides geht nicht. Ich persönlich wurde übrigens auch nicht unterrichtet, dass mal wieder Langstreckenraketen in Deutschland stationiert wurden. Ich bin auch Fachebene nicht. In den nächsten Tagen eine präzise Berichterstattung der Bundesregierung über dieses Vorhaben. Das ist eine fundamentale Veränderung der strategischen, militärischen Lage in Europa und auch in Deutschland. Und das kann man nicht einfach so mal mit einer Presseerklärung machen. Warum glauben Sie, ist es so gelaufen? Warum ist es nur mit einer, wie Sie sagen? Das ist wahrscheinlich eine Reaktion auch auf die massive Bombardierung ziviler Ziele in der Ukraine. Nicht zuletzt des Kinderkrankenhauses in Kiew, das ja noch einmal eine neue Dimension der Kriegsführung durch Putin offenbart. Übrigens nach dem Besuch von Viktor Orban in Moskau, also nach einem Versuch, Diplomatie anstelle der Verteidigung zu setzen. Zwei Tage später beantwortet Putin diese Diplomatie mit der Bombardierung eines Kinderkrankenhauses mit 600 Betten in Kiew. Crazy, ja. Wir haben eine zunehmende Bedrohungslage auch für uns. Darauf muss man reagieren. Aber noch einmal, ich würde gerne wissen, was genau die Umstände dieser Entscheidung sind und waren. Wissen Sie, ob Deutschland um diese Raketen gebeten hat oder ob die USA gesagt haben, das gehört zu den vielen Fragen, die offen geblieben sind. Warum bittest du diesem Mann eine Plattform? Weil das der nächste Bundeskanzler ist. Believe it or not, aber bestell dich schon mal ein bisschen drauf ein. Mach die Hände regelmäßig cremig. Ne? Schau, dass die Haut nicht rissig wird. Weil wenn du nächstes Jahr mit der Realität konfrontiert sein wirst, dass dieser Trottel hier die besten Aussichten darauf hat, dass der nächste Bundeskanzler zu werden, weil die Tendenz der Meinungs- und Deutungshoheit in der Presse und in den Medien die Grünen schreit, ja dann, ne, solltest du vielleicht die Frage stellen, warum Deutschland diesem Mann die Bühne bietet. ...sind und die auch leider bis jetzt in der Öffentlichkeit nicht hinreichend erläutert worden sind. Eine Frage noch zum Thema Finanzierung. Sie haben eben auch nochmal die Bedrohungslage aus Ihrer Sicht ein bisschen geschildert oder anklingen lassen zumindest. Braucht es perspektivisch ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr? Wir haben eine Finanzierungslücke von mindestens 30 Milliarden, eher 40, in dem Augenblick, wo das Sondervermögen aufgebraucht ist. Die Bundesregierung finanziert entgegen den Zusagen, den sie auch uns gegeben haben, den laufenden Betrieb der Bundeswehr aus diesem Sondervermögen. Das war nicht so verabredet. Wir werden nicht umhinkommen, im Bundeshaushalt neue Prioritäten zu setzen. Und ich will Ihnen einfach mal die Zahlen sagen aus der vorletzten Woche. Wir machen jetzt in diesem Jahr 50 Milliarden Euro neue Schulden beim Bund. Nicht ganz, 48 Milliarden. Ja. Wir machen im nächsten Jahr 40 Milliarden Euro neue Schulden, allein beim Bund. Und das mit Schuldenbremse. Also das wird so nicht weitergehen. Ach du Scheiße, Bruder.
Sagt der Typ gerade, er will noch mehr einsparen? Werden an anderer Stelle einsparen müssen. Oh mein Gott, Bro. Oh, how the fuck? Wie willst du denn noch mehr einsparen? Man Deutschland ist totgespart. What the fuck? Muss einsparen, aber nochmal auf meine Frage. Braucht es perspektivisch noch ein Sondervermögen, weil so viel Einsparung auch vielleicht eine CDU-geführte Regierung gar nicht findet? Ich bin grundsätzlich gegen weitere Sondervermögen, zumal die Bundesregierung eine ganze Reihe von Zusagen auch uns gegenüber mit diesem Sondervermögen, das wir haben, nicht eingehalten hat. Wir brauchen im laufenden Etat des Bundeshaushalts der Bundesrepublik Deutschland höhere Ausgaben für unsere Verteidigung. Und das kann man nicht immer nur mit Sondervermögen machen. Ach, Herr Jemine, Alter. Ach, Herr Jemine. Was heißt grundsätzlich? Naja, das ist der sogenannte Einzelplan 14, also der Verteidigungshaushalt. Und dieser Verteidigungshaushalt liegt zurzeit bei gut 50 Milliarden. Er müsste bei 2% des BIP bei über 80 liegen. Und diese Lücke, die muss aus dem laufenden Etat geschlossen werden. Das können wir nicht ständig mit Sondervermögen machen. Können Sie noch die Frage beantworten? Würden Sie sagen, Deutschland steht eine massive Aufrüstung auch noch bevor? Deutschland steht der Vollzug einer Zeitenwende bevor, die wir seit 2,5 Jahren nicht sehen. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Der sagt, warum wurde ich nicht darüber unterrichtet, dass Langstreckenraketen in Deutschland stationiert werden sollen, und sagt gleichzeitig, wie uns steht eine Zeitenwende bevor, dass es noch nicht passiert. Bruder, bis wen willst du denn für dumm verkaufen? Hä? Wie nennst du das denn, wenn Langstreckenraketen seit den 90ern endlich mal wieder in Deutschland stationiert werden? Wie nennt man das? Was ist denn diese... Was? Die Bundesregierung meint, alles andere so weitermachen zu können. Naja, ich sag Ihnen mal ganz konkret. Twitch Prime, die Ausgaben für das Bürgergeld. Schütze uns, bitte. Oh mein Gott. Die Ausgaben für das Bürgergeld. Ja, gut. Also, ich weiß nicht, wie er das machen will. Denn wir bewegen uns an einem Existenzminimum, unter dem Existenzminimum. Aber das klingt ganz, 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 ganz stark nach Amerikanisierung. Weniger Sozialausgaben, noch weniger Sozialausgaben. Bruder, Gott bewahre, du bist arbeitslos in Deutschland in Zukunft. Oh mein Gott. Gott bewahre, du bist arbeitslos in Deutschland in Zukunft. Uff. Oh, wow. Macht euch frisch, Alter. Sollte es wirklich so sein, das ist ja auch mal wieder hochspekulativ, dass sich die Befürchtung durchsetzt, dass Friedrich Merz Bundeskanzler wird und die CDU nächstes Jahr wieder regiert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Explodieren. Auch deshalb muss für 2024 schon ein Nachtragshaushalt gemacht werden mit noch höherer Verschuldung. Die Bezahlkarte für Arbeitslose, ich sehe sie. Die Bezahlkarte für Arbeitslose, oder? Ist es das, die Bezahlkarte für Arbeitslose? Geht so nicht weiter. Und deswegen werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen zunehmende Konflikte in der Ampel sehen. Die wissen das nämlich, dass das so nicht weitergeht. Und wir werden spätestens nach der nächsten Bundestagswahl diese Dinge korrigieren. Oh mein Gott, das ist eine Katastrophe. Das ist ja eine Katastrophe. Oh mein Gott. Müssen. Herr Merz, ganz kurz noch an diesem Tag in dieser Stadt muss man zum Abschluss die eine Frage noch stellen. Heute Abend Spanien gegen England, Sie gehen ins Stadion. Ja, halt sein Maul, Digga. Es wirkt so, als würde dir das vorbereiten, ne?